herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher. Aus Männer aus Karlsruhe. Es geht weiter mit der Serie Fitness Over 50. Warum mit der Serie Fitness Over 50? Ganz einfach. Es gibt ganz viele Trainingsprogramme, ganz viele Angebote für 15- bis 20- bis 25-Jährige. Und diese Angebote haben oftmals nichts damit zu tun, was der Mensch möchte, der Mann oder die Frau möchte, der mit über 50 anfängt, in den Fitnesssport einzusteigen. Warum? Ganz einfach, in der Regel hat man da schon ein paar Jährchen keinen Sport mehr betrieben. Und da ist natürlich wichtig, dass jeder sein spezielles Programm für sich findet. Es gibt maschinenorientiertes Fitnesstraining im Studio, es gibt Freihandeltraining im Fitnessstudio, Freihandeltraining zu Hause, es gibt Freeletics, es gibt Bodyweight, es gibt Calnetics, es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Sportarten, die man machen kann. Wichtig ist für mich, wenn ihr einsteigt, dann muss man natürlich immer überlegen, wie lange habe ich schon nichts mehr gemacht. Wenn man sich dann gleich mit technisch sehr aufwendigen Übungen und Trainingsvarianten beschäftigt, dann kann es relativ schnell zur Belastung kommen. Bedeutet zum Beispiel, wenn jemand over 50 ist, seit 10, 15, 20 Jahren schon lange keinen intensiven Sport mehr betrieben hat und frisch einsteigt. Und er konfrontiert sich zum Beispiel sofort mit CrossFit, mit Übungen, die mit sehr hoher Dynamik und einer Zeitdruck ausgeführt werden, dann könnte das zu Verletzungen führen. Und genau deswegen sollte man im Einstieg solche Sachen vermeiden. Genauso, wenn sich jemand schon lange nicht mit seinem Körper beschäftigt hat und fängt direkt an, mit Freeletics-Übungen, mit ganz viel Schwung zu arbeiten, ganz viel Dynamik zu arbeiten, aber die nötigen Stabilisatoren in den Gelenken sind noch nicht vorhanden. Und vor allem, die Bewegungsabläufe sind noch nicht sicher. Das dauert alles seine Zeit. Deswegen soll man immer überlegen, wie lange habe ich nichts gemacht, wie alt bin ich schon, mit was soll ich mich konfrontieren. Deswegen ist für mich ein ganz guter Tipp. Wenn man ins Fitnessstudio geht, sollte man sich den ersten 6, 8, 10, 12 Wochen mit maschinenorientiertem Training erstmal beschäftigen, zum Beispiel. Und danach dann langsam umsteigen in den Bereich des Freihandeltrainings. Und da ist immer ganz wichtig, dass man einen kompetenten Partner an seiner Seite hat. Am besten einen Trainer mit langjähriger Erfahrung, der dann eben die einzelnen Übungen zeigt. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Dann, wenn man sagt, man möchte zu Hause trainieren, da würde ich mir natürlich auch erstmal die einfachsten Basic-Übungen aussuchen und würde mir auch dafür einen Trainer engagieren, der mir den ersten 1, 2, 3 Mal zeigt, wie man es richtig machen sollte. Es gibt natürlich ganz viele Apps und ganz viele Plattformen, die da weiterhelfen können, aber ich erlebe es immer wieder, dass ich Kunden bei mir habe, die haben mit Apps trainiert, die haben sich über Videoplattformen, rein über Videoplattformen informiert und ein großer Anteil derer führt die Übungen nicht richtig aus. Das bedeutet jetzt nicht gleich, dass wir umfallen und uns, was weiß ich, tödlich verletzen, das sicherlich nicht. Aber wenn man halt auf Dauer Übungen falsch ausführt und vor allem schon natürlich etwas älter ist, dann kann es dazu führen, dass ich mich verletze, dann kann es dazu führen, dass ich verfrühten Verschleiß habe und das wiederum kann dazu führen, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe. Deswegen, ihr Lieben, ganz wichtig, wenn ihr schon etwas älter seid, so wie ich, dann informiert euch richtig, sucht euch einen richtigen Partner und der soll natürlich auch für euch rausfinden, wo geht es tatsächlich, was macht für euch Sinn, welche Sportart macht für euch Sinn. Wenn ihr zu Hause trainieren wollt, mit was fangt ihr an? Lasst euch einen Trainingsplan erstellen, der auf euch maßgeschneidert ist. Und dann bin ich mir garantiert sicher, dass ihr einen optimalen Einstieg findet in den Fitnessbereich, auch wenn er schon seit 10, 15 oder 20 Jahren nichts mehr gemacht hat. Das war schon wieder mal ein Einstieg zum Thema Fitness Over 50. Und da kommen jetzt in Kürze noch ganz viel mehr Videos, sodass du über 50 was in der Hand fassen kannst, sagen, okay, jetzt habe ich schon mal einen Leitfaden und weiß, was hingeht. Das war's schon. Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, bekannt auch als Personal Trainer aus Karlsruhe oder viele kennen mich auch als Mr. T. Viel Spaß!